Also wenn du noch jemanden grüßen möchtest, vorab gerne. Ich möchte hiermit ganz lieb meine Mutter grüßen, seitdem ich weiß, dass sie Fan von eurem Programm ist. Hi Mom. Schöne Grüße auch von uns an der Stelle. Wir haben überlegt, wir würden uns über ein spannendes Rennen am Wochenende freuen. Und du hast ja Frodeno Fund gegründet und auch den ersten Park schon eröffnet. Jetzt war die Überlegung, wenn wir uns mit einer Spende da großzügig zeigen würden, hättest du dann, würdest du das Rennen dann ein bisschen spannend gestalten und vielleicht irgendwie einen Gang zurückschalten mal, oder kommt das nicht in Frage? Grundsätzlich bin ich nicht käuflich im Sport und ich würde auch die Konkurrenz gar nicht so unterschätzen. Also gerade auf der Strecke, das ist ja nicht so unbedingt mein allerliebstes Terrain, und ich gehe mit sehr viel Respekt hier ins Wochenende. Wir haben gestern eine Instagram-Story gesehen, die Nick gepostet hatte, wo du irgendwie so eine Rollercoaster-Geste machst, war aber nicht so richtig zu deuten. Findest du das jetzt gut? Gefällt dir das nicht so hier, die Strecke? Aber sag vielleicht mal ein bisschen was. Schwimmen können wir, glaube ich, einen Haken dran machen. Das ist unspektakulär, aber mich würde mal interessieren, was du zur Radstrecke zu sagen hast. Ja, der Nick sollte irgendwelche Videos machen und ich sollte was dazu sagen. Und ich habe gesagt, ich sage einfach mal nichts. Die Strecke hier ist absolut, absolut abgefahren. Richtig geil, finde ich die. Kam mir irgendwie alles Mögliche mit 2000 Höhenmeter am Anfang. Und dachte, oh, und ich habe mir schon gedacht, ich muss einen neuen Rahmen besorgen, weil ich so den Umwerfer vorne abgespachtelt habe. Beziehungsweise mein Mechaniker und ich mit One-By hier nie zurechtkäme. Die Strecke ist natürlich extrem unrhythmisch auf dem Rad. Es geht entweder hoch oder runter. Wenige Flachpassagen, die so auf, ja, mir eigentlich eher entgegenkommen würden. Aber halt auch mega technisch. Also so richtig so ein Europäerrennen. Ja. Wenn es irgendwie verzockst, dann bist du entweder in der Lavawand oder die Klippe runter. Was irgendwie schon spannend ist, finde ich. Also macht richtig Bock. Und vor allen Dingen nach vier Runden so müde. Zeitfahrrad, Scheibe, Wind, das kann richtig spannend werden. Was ich total nicht auf dem Schirm hatte, ist die Laufstrecke, die auch sehr technisch ist, auch sehr uneben vom Untergrund, so lauter so Sachen, wo ich sage, hui, da habe ich sehr viel Respekt vor, und habe sogar nochmal die Schuhe gewechselt und werde einen anderen Wettkampfschuh laufen als sonst, einfach weil ich ein bisschen mehr Stabilität brauche und da ja auch wahrscheinlich mit meinen Haxen etwas unstabiler bin als andere. Du sprichst es an, so von der Körperstatur ist das jetzt nicht unbedingt das Rennen, was dir da besonders entgegenkommt. Also beim Laufen, wir sind heute einmal abgelaufen, dieses ganze Hoch und Runter, die kurzen Ecken, die dann drin sind. Ich meine, es bis zu 16 Wendepunkte, wenn man den hier auf der Insel auch noch mitnimmt. Im guten Fall sind es 12 Wendepunkte. Jetzt ist es so, du bist mittlerweile eher so der Langdistanzler. Es sind einige Athleten, die sind irgendwie schmächtiger als du, die kommen auch noch mit einem Kurzdistanz-Speed hierher. Einer aus dem eigenen Squad sozusagen, Dan ist mittlerweile auch Trainer von Fred Funk, den haben wir relativ hoch eingeschätzt. Was glaubst du, ist es von Vorteil, wenn hier irgendwie jemand klein und leicht und wendig ist? Oder ist das dann das, woran du sagst, okay, das Rennen ist halt nicht schon so einfach entschieden wie sonst, wenn ich irgendwo starte? Das Rennen ist definitiv nicht so einfach entschieden und auch, das sind ja immer so die Leute drumherum und vielleicht auch ein paar Leute in meinem Umfeld, die sagen, ja, ja, klar, mal gucken, wer Zweiter wird. Das würde ich niemals sagen und denke ich auch niemals. Ich habe mir wirklich in Vorbereitung dieses Rennen ja auch ausgesucht, natürlich einerseits, weil es alternativenlos ist, ja, wer weiß, wann das nächste Rennen kommt. Aber andererseits, das große Ding ist für mich auch die Herausforderung. Ja, es ist wirklich so ein Rennen, da würde ich mich normalerweise nie anmelden. Das sind so Rennen, wo auch wirklich so diese Charaktere gewinnen, die halt ein Rennen im Jahr irgendwo raushauen, das halt wirklich so ein Spezialitätenfeld ist, so ein Cannes oder so. Ja, eben hier das Rennen, wo andere Voraussetzungen vermeintlich besser sind, aber das ist eben das, was mich dann auch im Training fordert, um nochmal alles rauszuholen, beziehungsweise ja, um auch diesen Sprung vom ersten zum zweiten Rennen zu schaffen. Da tue ich mir normalerweise schwer. Also es ist echt immer so, Oceanside war für mich immer so der super Start und dann Kraichgau oder was auch immer als nächstes kommt, irgendwie so ein schwerer Sprung. Aber ja, mit so ein bisschen Buchse voll trainiert sich halt echt ganz gut und deswegen hat es auch ganz gut geklappt. Ich bin gut drauf. Und Dann letzte Frage, bevor wir dich aus der Sonne zum Briefing lassen. Vor der Challenge Miami gab es ein Bild von dir, wie du am Schwimmstall stehst und du sahst so im Gesicht aus wie ein kleiner Junge. So, da habe ich gedacht, so, was ist da in dem? So, was steckt da in dir? Warum bist du irgendwie nach so vielen Jahren gefühlt immer noch hochnervös, wenn es zu so einem Rennen kommt, wo man, du hast ja alles erreicht und du hast wahrscheinlich so viel Routine wie kein anderer, der noch im Sport aktiv ist.
Wieso sieht man dir vor einem Rennen noch Nervosität an? Ja, das war ein schöner Moment, weil es Nervosität auch gekoppelt war mit einer richtigen Freude, dass es wieder losgeht. Aber ich bin immer nervös bei sowas. Also es ist auch so, dass diese Routine mir zwar angesagt wird, aber es auch mir Anfängerfehler immer wieder passieren. Und das macht es ja auch spannend. Ist irgendwo so das Menschliche so in dem Ganzen. Ich sage, okay, solange ich das noch habe, bin ich auf jeden Fall noch heiß und will auf jeden Fall hier noch Großes erreichen. Und dieser Nervenkitzel wird mich, glaube ich, nie verlassen, weil es mir einfach verdammt wichtig ist und verdammt viel bedeutet und mich auch definiert, beziehungsweise ich mich darüber definiere. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch hier wieder relativ nervös sein nach morgen Abend. Sehr schön, wir freuen uns aufs Rennen. Dankeschön. Danke euch.